Willkommen zur 27. Folge von Baldur's Gate Enhanced Edition. Wir sind hier auf einer Zwischenstation. Zielgebiet ist heute dieses hier. Dann schalte ich mal das Mikrofon wieder aus und ich melde mich dann wieder, wenn es was zu erzählen gibt. Okay, bis später. Mach's kurz. Natürlich. Ja? Eure Dienerin steht zu euren Diensten. Ja? Wird sofort erledigt. Was? Meine Klinge wird euch zurechtstutzen. Mach's kurz. Natürlich. Natürlich. Verschwende ich nur meine Talente. Ihr zeigt, ich bin voll bewaffnet. Wird sofort erledigt. Mach's kurz. Ja? Wird sofort erledigt.
Was? Wird sofort erledigt. Du bist ja ein komischer Kauz. Kurz. Ja? Wird sofort erledigt. Was? Mach's kurz. Wird sofort erledigt. Ja? Was? Natürlich. Mach's kurz. Ja? Wird sofort erledigt. Nicht so viel reden und mir kämpfen. Natürlich. Mach's kurz. Hier verschwende ich nur meine Talente. Ja? Was? Natürlich. Mach's kurz. Ja? Natürlich. Was? Mach's kurz. Ja? Hier verschwende ich nur meine Talente. Verschwende ich nur meine Talente. Was? Für die Gefallenen! Mach's kurz.
Wird sofort erledigt. Was? Mach's kurz. Natürlich. Ja? Hier verschwende ich nur meine Talente. Was? Hier verschwende ich nur meine Talente. Ja? Was? Wird sofort erledigt. Was? Ihr habt eine Aufgabe? Kurz. Ja?
Mach's kurz. Hier verschwende ich nur meine Talente. Ja? Was? Hier verschwende ich nur meine Talente. Mach's kurz. Ja? Natürlich. Was? Wird sofort erledigt. Verschwende ich nur meine Talente. Also, okay, hier haben wir Trist. Durden heißt er, glaube ich. Ein Dunkelelf ist das. Den werden wir auch in Baldur's Gate 2 nochmals antreffen. Ja, ein sehr guter Dieb könnte versuchen, ihm hier seine Waffen abzunehmen. Ist aber nicht notwendig. Das Spiel ist auch spielbar ohne seine Waffen her. Ohne dass wir ihn bestehlen. Und er ist ja an sich ein freundlicher Zeitgenosse. Also, ihr da, helft ihr einem Freund in der Not. Ich bin von Knollen befallen. Fürchtet euch nicht, wir werden nicht tatenlos zusehen, während andere in Gefahr sind. So kämpfen wir dann Seite an Seite. Ich begrüße eure Hilfe sehr. Diese Knolle sind lästige Biester und ich bin froh, wenn ich mit ihnen fertig bin. Okay, dann wirst du jetzt zum Schwert greifen und alle anderen bleiben bei ihren Fernkampfwaffen. Und du... Nee. Kein Zauber. Aber das hier, dass wir das so schnell wie möglich hinter uns bringen. Jetzt etwas gar viele hier.
Ja, kein Zauber. Ich denke, da könnten noch stärkere Feinde kommen als die bisher. Ja, die zwei Berserker vorhin waren nicht ohne. Okay, dann schalte ich das Mikro wieder aus. Bis nachher. Also, Trist meint Fremde und Freunde, ich bin Trist Dorden und weiß eure Hilfe zu schätzen. Die Reise zum Eiswindtal ist auch ohne diese ständigen Unterbrechungen lang genug. Noch nie gab es in dieser Gegend so viel Räuberei. Seit wann ist es denn so schlimm? Das war nicht immer so. Unser Anliegen ist es, wieder Frieden in dieses Land zu bringen. Wahrlich, edle Ziele, die auch ich hochhalten würde. Euch steht jedoch ein schwerer Kampf bevor, da die Räuber, die euch sicherlich genau wie mir an jede Ecke auflauern werden, durchaus keine einfachen Wegelagerer mit Schwertern sind. Die Menschen unter ihnen gehören offensichtlich zu den schwarzen Krallen, wie Hobgoblins zur kalten Hand. Da es sich in beiden Fällen um Söldner handelt, sind die Ziele, die sie verfolgen, wohl kaum die eigenen. Ihr tätet gut daran, euch mit ihnen einzuschleichen und herauszufinden, wer ihre wahren Herren sind. Das ist zwar schwierig, aber durchaus nicht unmöglich. Ja, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, kalte Hand, schwarze Kraut und so weiter, und einschleichen. Okay, hier das 1. Das ist ein weiser Rat, den wir beachten werden. Ihr sollt wissen, dass wir euch für eure Reise das Beste wünschen. Das Glück möge auf eurer Seite sein, Freunde. Und tschüss. Ja, der ist schnell unterwegs. Der ist wirklich schnell unterwegs. Der hat irgendwie Beschleunigungsstiefel oder sowas bei sich. Das ging ja bei mir, bei meinem Charakter ja auch mal recht gut mit dem Beschleunigungstrank, den ich mal hatte. Wo war das? Das war im Feld mit der Kuh, die wir retten mussten. Ich weiß nicht mehr, welche Folge das war. Aber wir werden im Verlauf des Spiels mindestens ein paar 7-Meilen-Stiefel erhalten, die Geschwindigkeit des Charakters beschleunigt. Zudem auch beschleunigt sind die Angriffsgeschwindigkeit. Allerdings werden wir diese Stiefel erst irgendwo hier oben finden. Irgendwo im Mantelwald. Dauert also noch sehr lang, bis wir dort sind und bis ich dort diese Stiefel halte. Zudem gibt es hier oben auch noch irgendwo ein wirklich sehr gutes Zweihänderschwert. Das beste Zweihänderschwert im Spiel übrigens. Besser als dasjenige, das er hier hat, mein Charakter. Also, das war erledigt. Dann werde ich mal das Mikro ausschalten und wieder bis nachher. Nein, Moment. Schwarze Kralle und schwarze Hand, oder wie die hießen vorhin, die treffen wir hier. Peldwell und Lastwood an. Wenn wir in diese beiden Gebiete gehen, ich werde sehr wahrscheinlich zuerst Lastwood betreten, werden wir überfallen von der kalten Hand, und da gibt es eine Möglichkeit, sich bei ihnen anzufreunden, also vorzugeben, dass wir Freunde sind. Dann werden wir Richtung Peldwell gehen und alles weitere zeige ich dann später dann. Es ist noch von Vorteil, wenn wir diese anlügen und sagen, wir seien interessiert, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Etwas detektivisch vorgehen hier.
dort. Natürlich. Natürlich könnten wir das Ganze auch anders machen und einfach auf sie losgehen, aber das lohnt sich nicht. Es ist besser hier, dort dann Peltrell und Aswood, ja, sich anzubieten und sagen, wir wollen in ihrer Gruppe mitmachen. Okay, ich schalte das Mikrofon aus. Bis nachher. Ja? Nicht so viel reden und mehr kämpfen. Was? Mach's kurz. Wird sofort erledigt. Ja? Was? Natürlich. Mach's kurz. Ja? Natürlich. Natürlich.
Mach's kurz. Ja? Ja? Hier verschwende ich nur meine Talente. Was? Wird sofort erledigt. Hier verschwende ich nur meine Talente. Ja? Natürlich. Dann habe ich ihn gegen seinen Kopf dreht, dann bist du tot, oder? Was? Wird sofort erledigt. Zeugt, wohin ich schon so gut. Was immer ihr braucht.
was immer ihr braucht. Mach's kurz. Wird sofort erledigt. Verschwende ich nur meine Zeit. Mach's kurz. Ja, also der Schlafstab, der bringt schon was. Wie man sieht, er hat sich auch schlafen gelegt, hier haben sich ja auch einige schlafen gelegt. Das klappt also schon. Nicht immer, sie sollten wenn möglich sich nicht bewegen dort, die Gegner. Und es dauert etwas, bis er wirkt. Also, man hat sie gesehen, ich drücke hier und dann steht die hier still und dann dauert es 2 Sekunden oder 3 Sekunden manchmal und dann erst wirkt er. Aber das ist schon in Ordnung so. Jetzt weiß ich wieder, wie das Timing anbelangt vom Schlafstab. Also, die 3 sind erledigt hier und das Inventar unserer Charaktere ist voll. Ich reise mal kurz zurück zu den Händlern und werde einige Sachen verkaufen. Und ich glaube, ich gehe noch zum freundlichen Arm rauf und werde einige paar Schmuckstücke verkaufen, da hier das Inventar ja voll ist. Ich kann hier nichts mehr reinlegen. Okay, gespeichert habe ich. Dann gehen wir mal vorwärts. Könnt ihr da noch wer kommen? Also okay, dann schalte ich das Mikro aus. Bis später. Wird sofort erledigt. Mach's kurz. Natürlich. Ja?
ja, das waren also die Knolle hier. Oder die Orgas, die ich erledigen sollte für ihn. Gute Arbeit. Die Kunde von eurem Kampf ist bis zu mir vorgedrungen. Lasst mich euch diesen Schild übergeben, in der Hoffnung, solche Taten der Gerechtigkeit zu ermutigen. Die Schwertküsse bräuchte mehr Helden wie euch, besonders in diesen finsteren Zeiten. Der Ruf hat sich nochmal verbessert und ich habe ein Schild erhalten. Mal kurz schauen, was das für ein Schild ist. Kann ich nicht identifizieren, dann bekommst den du. Gepäck voll. Feuerschutzrobe. Ach ja, und das war übrigens die andere Robe, die in einer der vorhergehenden Aufzeichnungen ich erhalten habe. Die ist besser hier, die Schuppenrobe. Eins gegen Klingenwaffen, eins gegen Tod. Und die bietet nur Schutz gegen Feuer. Ja, und ja, es gibt natürlich auch Gegner, die mit Feuer angreifen, aber sie ist etwas, trotzdem denke ich, etwas leicht besser. Ja, das kannst du auch nicht identifizieren, du brauchst das auch nicht. 1, 2, gibt es noch mehr zu identifizieren. Das kann ich verkaufen, das kann ich auch verkaufen. Freundschaft kannst du nicht brauchen. Infravision hast du denn schon? Glaube ich schon. Ja, ja. Auch in den Verkauf. Jetzt hast du noch 2 zu identifizieren. So. Moment. Moment, sie hat hier noch eine Schriftrolle zu lernen. Okay, das ist gar nicht schlecht. Das hat geklappt beim ersten Mal. 2, was ist hier inzwischen? Furchtbannen. Nehme ich da immer noch ein. Und jetzt 2-mal übernachten, 2-mal ruhen, genau. Okay, ich schalte das Mikro aus, bis später wieder.
verschwende ich nur meine Talente. Hier verschwende ich nur meine Talente. Wird sofort erledigt. Für nur ein klitzekleines bisschen mehr kann ich alles machen, was ihr wollt. Wird sofort erledigt. Hier verschwende ich nur meine Talente. Mit einem Whisky. Hier verschwende ich nur meine Talente. Natürlich. Natürlich. Please, take yourselves whatever you wish. Please.
Was? Wird sofort erledigt. Meine Schenke steht allen offen, die sich anständig benehmen. Ja, also, es ist so, den Engelshautring, einen brauche ich ganz bestimmt noch, soviel ich weiß. Diamant weiß ich nicht mehr, ob wir die wirklich brauchen, den Diamanten. Titanit, das weiß ich, da brauchen wir irgendwas. Silberkette, Moment, ich habe beinahe keinen Platz mehr. Goldkette kann ich noch in den Rucksack legen. Ich habe bisher nichts von Mirians, irgendwie für Mirian was entdeckt. Ist ja immer noch irgendwas, was ich suche. Aquamarin, brauche ich den? Ich glaube nicht. Naja, auf jeden Fall, wenn ich die irgendwann mal brauchen sollte, kann ich sie ja hier wieder zurückkaufen. Da ich sie ausschließlich hier beim freundlichen Arm verkaufe, wird das nicht so schwer sein, diese Ringe und Edelsteine wiederzufinden, die ich hier verkauft habe. Wenn ich die natürlich bei jedem x-beliebigen Händler verkaufen würde, müsste ich alle anderen Händler dann später mal absuchen, wenn ich dann irgendwie so einen Ring oder so einen Stein tatsächlich noch brauchen sollte im späteren Spielverlauf. Also alles, was ich hier verkaufe, könnte ich rein theoretisch irgendwo wieder zurückkaufen. Ist nicht so, dass das verschwindet. Engelshautring muss ich nochmal schauen, ob ich den wirklich jetzt im Gepäck habe. Also, Engelshautring, gehen wir mal kurz rein. Hier sehe ich es ja. Diamant, Titanit brauche ich 6. Die kann ich weggeben hier. Das geht auch weg. Okay, ich schalte das Mikro wieder aus. Bis nachher. Geschäft geht in letzter Zeit äußerst schlecht. Also, wie
wie erwähnt, das sind jetzt vier Gegenstände, bei denen ich nicht mehr so sicher bin, ob ich sie nicht doch brauchen könnte. Bei dem weiß ich, Titanit, die brauche ich, und Engelshaut drin. Ob das bei Baldur's Gate 2 war oder bei Baldur's Gate 1, weiß ich nicht mehr, aber ich behalte mal einen. So, jetzt haben wir doch recht viel Geld erhalten hier. Ja, knapp 4000 passiert jetzt. Dann werde ich jetzt mit meiner Gruppe wieder südwärts reisen, und zwar zur Hohen Hecke, und dort etwas bessere Munition wieder einkaufen. Da ist hier Dorn wieder. Ja, mit dem spreche ich dann später. Und wo ist Nera? Hier hinten. Hier ist Nera. Okay. Ist wohl ein Unfall passiert in der Stadt. Okay, also dann schalte ich das Mikro wieder aus und melde mich dann wieder. Bis später. Sofort erledigt. Natürlich. Wie wär's mit einem Whisky? Wird sofort erledigt. Wird sofort erledigt. Mach's kurz. Wird sofort erledigt.
Ja? Das wird sofort erledigt. Warum wohne ich bloß in so einem Kaff? Mach's kurz. Wird Warum sofort erledigt. Warum bloß in so einem Kaff? Ja? Was? Hier verschwende ich nur meine Talente. Mach's kurz. Ja? Natürlich. Talente. Mach's kurz. Für die Gefallenen!
Mach's kurz. Wird sofort erledigt. Ihr habt eine Aufgabe? Auf Zahlen kann ich. Ich zähle mindestens so viel wie zwei. Oder drei. Was immer ihr braucht. Ja? Kurz. Ach, das ist etwa mühsam, schon zum dritten Mal. Ja? Das könnte jetzt wirklich aufhören hier mit diesen Überraschungen der Übernachtung hier. Minsk. Das ist etwas mühsam hier. Okay, du bist fahren. Weiß ich nicht, ob ich wieder das Mikrofon ausgeschaltet habe. Das ist schon mühsam hier. Und du wirst auch wieder angreifen. Und Jaira, was hast du noch? Okay, da ist noch ein zweiter irgendwo. Ich hier mit meiner Gruppe wirklich nicht rasten? Ist das nicht möglich hier? Ein Überfall ist ja gut, das verstehe ich noch, aber jetzt... Also, du gehst wieder hier rauf.
Du gehst hier hin und du kommst hier runter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, wir sind alle. Ich habe alles aufgelesen vom Boden. Hey, das ist ja bekanntes Gebiet und wieso ist er jetzt hier? Das ist auch noch witzig. Deshalb konnten wir hier nicht übernachten, weil hier ein Feind ist, sehr wahrscheinlich. Ihr dort, ich brauche etwas Geld und Heilung. Wenn ihr wisst, was gut für euch ist, gebt ihr mir, was ich benötige. Ihr beliebt wohl zu scherzen, ihr seid ein Hobgoblin. Warum sollten wir euch also nicht umbringen? Warum sollte ich euch helfen? Ich nehme das, warum sollte ich euch helfen? Ich bin Angehöriger der Söldnerbande Kalterhand. Wenn ihr wollt, dass meine Freunde eure Eingeweihten in dies verteilen, dann ärgert mich ruhig weiter. Kalterhand? Nee, so läuft das nicht. Nee, ich lasse mich hier nicht erpressen hier. Nun, im Moment ist nur einer von euch da. Daher wollen wir es wagen. Du wirst eine Entscheidung bereuen. Mach's kurz. Mal kurz alle anhalten und eventuell weg. Natürlich. Was war denn das jetzt? Ja, ich weiß, dass du müde bist, Minsk. Ich wollte ja auch schon seit ewigen Zeiten hier etwas ruhig schlafen und rasten. Aber das wird mir vom Spiel nicht gegönnt. Nee, da oben ist er. Hast du noch einen Zauber? Nee. So, jetzt ist er fertig, ja? Zauber mehr auf der Seite, kein Heilzauber mehr, alles aufgebraucht. Jetzt wirklich notwendig, dass wir hier rasten. Mal schauen. Ah, endlich. Dafür muss ich 16 Stunden rasten hier. Okay, das macht auch nichts, das ist schon in Ordnung. Also, dann schalte ich das Mikro wieder aus und bis später. Verschwende ich nur meine Talente.
das? Hier verschwende ich nur meine Talente. Mach's kurz. Ja? Hier verschwende ich nur meine Talente. Was? Mach's kurz. Natürlich. Ja? Was? Hier verschwende ich nur meine Talente. Mach's kurz. Ja? Hier verschwende ich nur meine Talente. Was? Natürlich. Mach's kurz. Ja? Hier verschwende ich nur meine Talente. Was? Also, dann hätten wir Chillern. Ein herzliches Willkommen. Wollt ihr eure Kräfte mit den Wesen im Wasser messen? Das ist ein feiner Beruf und so viel Spaß wie hierbei habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Wirklich sehr lange nicht mehr. Hm? Der Welt
will doch fischen, nehme ich an. Bleibt im Wasserfall, Leute aus dem Dorf mit Fahrt machen. Ist doch das irgendwie etwas blöde hier? Naja, dann. Ihre scheint mir nicht zu sein. Ich habe das Gefühl, der will fischen und meint da hier irgendwie mit den Fischen, macht dann Spaß mit uns. Nämlich das hier. Jetzt verstehe ich leider nicht, was sie damit meint, ne? Meine Güte, ein ganz schön stoischer Haufen seid ihr. Macht nichts, ich werde dem Tag seinen schönsten Glanz verleihen, auch wenn mein Publikum es mir nicht dankt. Tolo dankt mir meine gute Laune wenigstens. Nicht wahr, Tolo? Nicht wahr, Tolo? Da ist auch ein bisschen launisch, der Gute. Ja, der war hier drüben. Tolo, zwei einsame Fische. Ohne Fischerroute. Seid bitte ein bisschen leiser, ja, ist schon schwer genug, hier Fische zu fangen. Da müsst ihr sie nicht auch noch alle verscheuchen. Fische fangen, das habe ich bestimmt noch nie gemacht, oder? Nein, habe ich nicht. Ich habe vorher in der Mine gearbeitet. Jetzt mache ich das hier, um meine Familie zu ernähren, obwohl das gar kein schlechter Lebensunterhalt ist. Ich habe halt nur lieber eine schöne Hacke in der Hand und schwitze bei der Arbeit. Beim Angeln steht man ja immer rum und wartet darauf, dass ein Fisch anbeißt. Ach, was soll's, man tut, was man tun muss. Genau. So. Die Karte ist erledigt. Wo geht's als nächstes hin? Hier hin. Hier hin, genau. Wem geben wir das hier? Das kann ich. Das bringt nichts im Verkauf. Das wenigstens ein Goldstück. Das, wie schwer ist das? Das ist recht schwer. 196. 193. Das ist hier schwer. So, da fange ich wieder an sammeln. Auf zur Grenze, wo ist sie hier oben? Ach nee, geht das wieder los? Dachte schon, sei jetzt endlich fertig hier. Nein, es kommen wieder neue Skelette. Noch mehr einzelne Skelette einfach so hinpflanzen. Okay, dann werde ich hier mal speichern und das Video beenden. Hier zwei, das war noch 241, 246, hier das hier 241 Tage, das älter. Okay, dann beende ich dieses Video und das nächste Mal geht es wie erwähnt noch weiter südlich. Vielleicht sehen wir uns hier dann wieder. Bis dann.